Was geht, Jeremy hier, welcome back, Boys, zu einer neuen Folge. Heute steht nämlich, bam, Arme an, let's fucking go. Das Ding ist, ich komme gerade zurück von einem Geschäftstreffen in Landau. Das ist näher für alle, die euch das nicht kennen, das ist näher Mannheim. Also, 5 Stunden entfernt von mir. Ich bin jetzt nicht zuerst nach Hause gegangen, weil, ja, Training hat Priorität und nachher ist dann zu spät, dann muss ich noch irgendwie gucken, komme ich rechtzeitig ins Gym, bevor die Scheiße zumacht. Und ich habe eh noch sehr viel zu tun, also habe ich da... Es wäre auch ziemlich beschissen, auf Deutsch gesagt, wenn ich jetzt zuerst nach Hause gehen hätte müssen, das hätte mich über eine Stunde Zeit gekostet. Und die habe ich heute halt einfach absolut nicht, weil ich habe noch so viel zu tun. Daher sind wir schon hier. Ich habe nämlich Crankman Pro habe ich leider eben nicht dabei, aber Crank habe ich wenigstens dabei. Das ist natürlich keine gute Idee, das so spät noch zu nehmen. Ist mir aber eigentlich irgendwie ehrlich zu sein scheißegal, also meine Empfehlung ist, nimmt Crank Pump Pro am Abend, aber nehmt nicht den normalen Crank am Abend, weil da ist Koffein drin und Koffein hält euch wach. Nur bin ich ein Vollidiot, also nehme ich trotzdem. Ja, fertig. Ich hab so kleine Stückchen gekriegt, irgendwie, guckt euch das an. Ist irgendwie vertrocknet, weil ich habe die Probe schon so lang. Aber Proben sind richtig geil zum Reisen. Also bei den Empfehlungen auf jeden Fall raus. Die Aktion wird bis, das muss ich euch nur sagen, bis Mittwoch 17.30 Uhr kriegt ihr mit dem Coach Jeremy 50% auf alle Proben und 25% auf alle Bestseller. Das ist eine wirklich geile Aktion. Proben würde ich euch empfehlen, nehmt die Scheiße mit. Nehmt euch wirklich Proben mit, weil die Dinger sind perfekt zum Reißen, wie ich sie jetzt mitgenommen habe. Oder auch wenn ihr irgendwelche neuen Geschmäcker probieren wollt, sind die natürlich auch richtig geil. Klar, bei einer Probe muss man nicht direkt irgendwie ein Kilo Whey holen. Und dann merkt man, Alter, das schmeckt mir nicht, das ist eine Scheiße. Aber ja. Aber bei Kaktusfrucht, Isoclear seid ihr ziemlich safe, weil das schmeckt eigentlich jedem. Ich kenne niemanden, der es nicht schmeckt. Und Blackberry auch. Aber scheiß drauf. Für Gott. Let's go. Ich leere sowas von die Hälfte neben mich, Alter. Alter, das hat erstaunlich gut geklappt. Hätte ich nicht gedacht. Aber geil. Also ich habe jetzt auch noch für den Schiff sind meine Elektrolyte vom Hydrorate. Einfach, weil im Moment ist es so heiß draußen, man schwitzt und daher Elektrolyte sind gut. Ihr könnt Elektrolyte auch in der normalen Form Elektrolyte nehmen. Also Elektrolytes oder halt im Hydrorate, in Hydrorate Form. Das geil ist, lecker ist, praktisch kann man überall mitnehmen, haben direkt einen leckeren Drink dabei. Könnt ihr machen, wie ihr Bock habt. Aber Elektrolyte allgemein empfehle ich persönlich. Einfach vor allem bei so heißen Tagen im Winter nicht. Aber wenn ihr Sport macht, schwitzt und es noch draußen verfickt heiß ist, ja, nehmt es, das ist wirklich gut gemeiner Tipp. Und sonst beschäftigt euch auch mal selber. beschäftigt euch auch mal selber mit Elektrolyten. Dann könnt ihr selber abwägen, ob es sich für euch lohnt. Aber ich denke, jeder wird auf die Conclusion kommen, dass es Sinn macht. Vor allem, wenn es wirklich sehr heiß ist, draußen um und Sport macht. Und schon sind wir im Training drin. Ja, Arme heute, das heißt, wir starten rein mit Trizeps. Natürlich, Leute, zuerst aufwärmen. Ihr wisst es, weil ja, wir wollen uns nicht verletzen. Ich preache das sehr häufig, auch wenn irgendwelche Leute über mich reden. Das ist immer noch so, du machst nur Ego-Lifting und bla bla bla. Alter, was ich am meisten preache, ist aufwärmen und Verletzungsrisiko zu minimieren. Wenn man das macht, dann kann man einfach ballern, weil wenn man einfach ballert, wird man einfach wachsen. Dann werden die Arme einfach breiter, Alter. Und mehr Gewicht equals mehr Gains. Das ist halt einfach so. Aber, Satz, pusht alles. Okay.
Okay, jetzt wird sie sehen. Zwei mediale schwere Sätze. Pushdowns. Was ihr auch gesehen habt, ich habe mich hier wirklich darauf geachtet, nicht irgendwie vor dem Körper hier wegzudrücken, sondern möglichst, ich zeige euch ohne Gewicht, dass ich da damit euch auch regen kann und so. Hier, das ist kein Gewicht, ihr seht es hier, sind irgendwie 8 Kilo. Und dass ich denn hier das Ganze so nah am Körper mache, also die Arme bei oder sogar hinter dem Körper ab und so runterdrücke und nicht davor. Weil es einfach schwerer ist und man den Muskel anders trifft. Und das wollte ich, habe ich schon öfter so gemacht, allerdings, aber ich spüre das besser. Ich meine, der Pump ist besser und es ist auch laut einigen nicht Studien. Ich persönlich, ihr wisst, ich gebe keinen Wert auf Studien, weil jeder kann irgendeine fucking Studie faken und Studien werden gemacht, um Gewinn zu optimieren. Und jeder, der wirklich den Millionen in eine Studie reinsteckt, der will, dass genau das Resultat, was er will, dabei rauskommt. Denkt ihr, irgendeine Pharmaindustrie macht eine Studie, wo dann gegen die spricht? Natürlich nicht. Es ist immer Studien, ich glaube Studien nicht, vertraue Studien nicht, ist aber ein Prinzip von mir selbst. Und wenn mir irgendjemand, wenn ich argumentiere mit jemandem, dann eine Studie, sag ich einfach halt die Presse. Studien zählen bei mir nicht. I don't give a fuck. Studien jucken mich nicht. Aber ich habe es bei vielen Leuten, die ich als intelligent und auch in diesem Thema wissensreich einschätze, gesehen, dass die das so machen. Also mache ich das auch so. Und ich habe es auch besser gespürt, das spricht eigentlich alles dafür. Daher wird das ab jetzt, mein Plan wird das so eng, also so nah sein am Körper, nicht weit weg. Also ich sehe den Unterschied zwischen, es gibt ja die Variante, dass man so in einem Kreis Bewegungen macht, also wie in einem Muskelfasermäßig, so, dass man weiter vorne runter drückt oder dass man das halt so möglichst nah macht, danach bewegt sich auch der ganze Oberarm. Ist ein bisschen angehend noch ein Dips. Für mich, ihr könnt natürlich auch selber, ihr müsst auch selber eure eigenen Erfahrungen machen, ausprobieren, was für euch am besten ist. Für mich das am besten. Genau. Weiter geht's mit Biceps. Biceps machen wir natürlich, ihr kennt ihn, Curls. Ich weiß nicht, ob die Wasserqualität jetzt hier überhaupt rüberkommt, dass er käme, aber er ist krank, Alter. Diese fucking Kaloriensenkung, die bewirkt so verfickt nochmal viel, Alter. Das ist geisteskrank. Also für alle, die es jetzt nicht wissen, was ich fresse. Vielleicht habe ich voll der Feeding vor mir gesehen. Der ist outdated jetzt, weil wir sind von den Kalorien und allem nochmal sehr runtergegangen. Meine Ernährungsplan sind 3 Eier, 100 Gramm Rice Pudding, und 25 Gramm Nut Butter. Haben wir sonst noch was? Ja, ein Isoclear. Und dann noch ein Kilo Fleisch. Das ist alles, was ich esse. Ich esse nicht mehr. Das ist eigentlich praktisch nur Fleisch. 50 Gramm Fett und dann ein paar Kohlenhydrate, Digga. Vor dem Training. Ein bisschen was nach dem Training. Das war's. Aber es ist geil, Alter. Ich merke, wie der Körperfett wortwörtlich Tag von Tag sinkt, wie die Taille schmaler wird, wie die Vaskularität besser wird. Ich weiß gar nicht, wie das hier rüber kann, aber es ist auf jeden Fall krank. Das ist crazy, Alter. Oof.
Aber geil. Also hier, ich probiere mal das Geld ein bisschen rauszuholen. Das ist anstrengend. Ich weiß gar nicht, ob das rausgekommen ist überhaupt. Ich hätte ein bisschen, ich habe das mal gesehen. Und hier ist die Ader ein bisschen abgeklemmt. Irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, die Arme, Alter, ich finde es geil. Das ist mir wirklich in dem Part der Diät, wo der Switch ist. Von wir sind einmal nur dünn und flach zu wir sind langsam weniger fett, dünn und flach. Und weniger Fett ist gut. Also ist geil, langsam merkt man wirklich, macht sich Diät. Zahlt sich die Diät aus. Das ist geil. Und noch ein Punkt zu der Diät. Du isst zu viele Protein, du brauchst gar nicht so viel Protein. Wer hat keinen Vorteil, hat irgendwelche Nachteile. Erstens, Nachteil hat es keine. Es gibt keine Nachteile bei zu viel Protein. Und zweitens, nicht mal ansatzweise habe ich zu viel. Dann habe ich zu wenig. Weil es gibt nicht zu viel. Ich esse am Tag ungefähr 280 Gramm Protein. Auf 74 Kilogramm Körpergewicht. Ihr könnt ausrechnen mal, wie viel das ist. Und wir müssen sagen, 1 Kilo pro Kilogramm Körpergewicht. Digga, das wäre ein Fünftel von dem, was ich esse. Oder ein Viertel, keine Ahnung. Kann nicht rechnen. Aber ist auf jeden Fall nicht zu Viertel. Aber ist auf jeden Fall, Proteins sind underrated. Ihr werdet es auch sehen, wie gut ich meine Muskeln erhalten kann in dieser Wettkampfdiät, auch wenn sie viel zu aggressiv eigentlich ist, also viel zu hohes Defizit, ich zu fett reingestartet bin und zu shredded wert für die Zeit, die ich eigentlich nur habe, weil ich habe eigentlich bräuchte ich fast doppelt so lange Zeit für die Prep, aber ich habe die Zeit nicht. Das liegt daran, dass ich mich nicht früh genug damit beschäftigt habe, beziehungsweise nicht früh genug klar geworden ist, dass ich diesen Wettkampf überhaupt machen will. Ich habe mich dafür ziemlich spontan jetzt entschieden, dass ich den Wettkampf machen werde. Oder besser gesagt, die Wettkämpfe, daher habe ich nicht so viel Zeit, aber es ist scheißegal, ich reiß die Scheiße trotzdem ab. War gut. Ja, ich setze Bizeps. Haben auf jeden Fall geballert. Ich weiß, ich bin hier ungefähr im schlechtesten Licht, weil ich jemanden finden kann. Dann sehen genau gar nichts. Aber trotzdem, also auf jeden Fall, Pump ist auf jeden Fall da, Alter. Ohne Frage, Diggi. Aber jetzt geht's weiter. Nämlich zu Trizeps-Extensionen an der Maschine. Und mich haben einige gefragt, hey, ich habe die Maschine nicht, was kann ich machen? Kann ich trotzdem irgendwie diese Übung machen oder wie kann ich diese Übung nachmachen? Ganz simpel, Überkopf drücken. Ich würde es empfehlen mit dem Kabel, also einfach Kabel nehmen, um so Overhead zu machen. Ihr könnt das hinten in dem Kopf, so wie vor dem Kopf versuchen. Guckt, was euch besser geht, was euch besser mit eurer Anatomie zusammenpasst.
Ihr könnt aber auch das Ganze mit Kurzhandel machen. Ich würde es euch empfehlen mit dem Kabel, weil dann habt ihr wie bei der Maschine auch über den gesamten Bewegungsradius die gleiche Spannung drauf, das gleiche Gewicht. Bei der Kurzhandel ist es anders. Es ist nicht überall gleich schwer. Daher, wenn ihr die Maschine am besten imitieren wollt, nehmt ein Kabel. Ich würde euch empfehlen, allgemein ist besser. In den meisten Fällen. Kurzhandel können auch Sinn machen. Aber ja, genau. Jetzt gehen wir dahin. Das war gut. Auch wenn ich nicht weiß, was das für eine Kackmusik ist jetzt. Alter, hört euch das an. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Was wird mir hier vorgeschlagen, Junge? What the fuck? Jetzt mache ich hier ein Ding auf dem Boden. Und da muss noch ein Mic ran. Mann. Ja, was war das, Alter? Ich weiß es selber nicht. Aber ich weiß, dass der Satz gut war. Sich sehr gut angefühlt. Sehr schön. Muskelgefühl während des Satzes und auch. Jetzt, ich merke, wie der Pump einfach nur am Wachsen ist, aber nur fetter, größer, breiter, geiler wird, Alter. Und das ist ein gutes Gefühl, Alter, sage ich euch ganz ehrlich, das ist wirklich ein gutes Gefühl. Also ich glaube, ihr wisst, ihr kennt sie, meine Lieblings-nicht-normale Standardübung. Ich bin ja selber ein sehr großer Fan, einfach die Basics zu machen und auf diese komplizierte, überoptimale Scheiße zu verzichten und einfach zu ballern. Stehe ich auch dazu, ist aber auch so, diese ganzen optimale Scheiße fuckt mich ab, fuckt, glaube ich, jeden, der wirklich ein bisschen Ahnung hat, ab. Ich drehe ja auch mit Menschen, die Bodybuilding machen und auch dem Ganzen, jeder Einzelne ist abgefuckt. Von dieser Optimal Lifting Szene. Dieses Ding ist nicht optimal, bla bla bla, haltet einfach eure Fresse. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, aber Klappe halten. Daher bin ich ein sehr großer Fan von Basic-Übungen. Einfach normales Kurzhandeln machen, drücken, irgendeine Maschine, irgendwelche Kurzhandel-Curls, was auch immer. Aber das hier ist wirklich eine sehr geile Übung. Face-Away Cable Curls. Ja, ich habe die an so einem fancy Griff, den habt ihr da gesehen. Habe ich ja mit meinem Gym gefunden, ich finde den irgendwie cool. Aber ist scheißegal, kann man auch mit einem komplett normalen D-Handle machen, also einem komplett normalen Griff, wo überall halt ist. Ihr wisst, was ich meine, diese schwarzen Dinger. Oder vielleicht auch andere Farbe, ist ja egal. Aber einfach so machen, aber es ist sehr gut, sein Bizeps auch hinter dem Körper zu drehen, nicht nur so seitlich oder davor. Dahinter ist wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt, den sehr viele vernachlässigen. Man kann das natürlich auch in einer
Bank machen, also eine Schrägbank, damit der Kurzhantel, aber da ist die Spannung nicht gleichmäßig über die ganze Bewegung. Da ist das wirklich eine Übung, ist glaube ich sogar die einzigste Übung, die nicht basic ist, die ich absolut jedem ans Herz legen würde, mindestens mal zu probieren, aber eigentlich auch jedem fast eine Plan integrieren. Außer man hat irgendeine krasse Maschine, aber die sind extrem selten. Zum Beispiel manchmal gar keine in der Art. Aber ja, ist geil, hier machen wir gleich den Umsatz. Gesagt, wir müssen ins Posing eingehen, um das rauszufinden, aber war geil, Alter. Geiler Satz. Boah. Sehr schön, sehr schön. Kennt ihr das, wenn ihr fertig seid mit dem Training und eigentlich aber noch mehr machen wollt, noch mehr ballern wollt, noch einen Satz mehr Bock drauf habt, aber ihr wisst, dass ihr nicht solltet, weil es einfach keinen Sinn macht, wegen der Recovery und dem Ganzen. Versteht, fühlt ihr mich? Naja, was soll's. Jetzt geht's ins Posing rein und dann ist das kurze Video vorbei. Weil, ja, mein Armtraining geht nicht so lang. Posing, meine lieben Freunde, Freundinnen und Freunde, was auch immer zwischen N und Innen drin ist, weil wir haben ja 2024. Aber ich würde sagen, wir checken den Abstand aus. Ich muss hier gucken, dass wir schön im Licht sind. Ich mache hier schön hier hin. Ich glaube, ihr solltet mich. Warte mal. Setz ihn hier. Ich würde sagen, ihr solltet mich jetzt so gut hören. Ah, ich bin zu blöd dafür, Alter. Was ist das? So, jetzt. Also, hier haben wir Arme. Alter, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Der Pump ist geil. Vor allem auch mit den Shoulder-Straight, mit dem ganzen tieferen Körperfett. Langsam sieht man auch wirklich in den Armen, dass hier der KFA auch runtergeht und die Definition hier kommt. Das ist wirklich geil. Auch der Trizeps, Digga, ist so. Das ist crazy. Wirklich. Wirklich, wirklich geil, Alter. Und Bizeps. Ach, hier alleine. Das hat zwar gar nichts mit dem Armpump zu tun, aber wie schmal diese Taille wird, das ist so geil. Ich bin zwar eigentlich lieber im Aufbau, obwohl ich hasse die Kalorien zu essen, die man im Aufbau essen muss. Aber Diät ist halt auch. Wenn du merkst, dass halt das Fett weggeht. Vor allem das Geilste finde ich Taille dünner. Das finde ich in meiner Meinung nach das Geilste, weil es macht halt dieses V-Taper und alles. Das ist halt schon crazy. Mann, ja, die Arme. Alter, Junge, das ist geil. Ich liebe, wenn der Pump einfach so wirklich auch so richtig geil ist, ne? Und heute auch sogar mal einen guten Pump. Ohne Crank Pump Pro, nur mit Crank. Das geht auch. Let's fucking go, Alter. Schon. Mach mich glücklich. Ich kann jetzt, wenn ihr bei den Spiegel guckt, einfach glücklich seid darüber, wie ihr aussieht, wie der Pump aussieht. Genau so einen Zeitpunkt haben wir jetzt. Und das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Und mit diesem geilen Feeling, mit dieser geilen Energie beenden wir jetzt das Video. Folgt aber auf jeden Fall rein. Und Digga, diese Sesto-Stöte ist geil. Wollt auf jeden Fall rein, Glocke aktivieren, damit ihr die Videos nicht verpasst. Und ja, sonst folgt mir noch auf Insta. Peace out, Boys.